Und dann ist der Höhepunkt oder der Tiefpunkt kommt in mein Leben, wo noch heute die Stimme gesagt hat, zwei Möglichkeiten gibt es noch. Entweder setzt du dich mit dem nackten Hintern auf die heiße Herdplatte oder du schneidest dir deine Finger weg, weil du in der Jugendzeit gestohlen hast. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich dann auf die heiße Herdplatte setze, wo ich dann noch in den Steinen nicht gar nicht liegen kann, schneide ich mir lieber meine Finger weg und habe es selber Gewalt angetan. Ja. Die Mutter, weil der Papa gern getrunken hat, hat's wenig Geld gewesen für vier Kinder, gell? Und hat aus dem Hausensack Geld rausgenommen. Und das haben wir so gesehen. Und dann automatisch war das für mich auch normal, dass ich angefangen habe, zu bestellen. Aber trotzdem habe ich meinen Papa lieber gehabt wie meine Mama, wenn ich ehrlich gesagt bin. Weil die Mama ist immer gekommen und ja, du sollst alles bei deinen Kindern mal zurückkriegen, wie schlimm das du bist und so, gell? Und hat auch keine Liebe können geben. Ich habe das ganze Leben lang habe ich noch gesucht nach Liebe und Geborgenheit. Und ich wollte einfach, dass mir jemand in den Arm nimmt und ja. Das war ein Fischerkolleg von meinem Papa, mein zukünftiger Mann. Und dann haben wir mich auf den ersten Blick verliebt, er in mich und ich in ihm. Ja, es war einfach Schein mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern, mit meiner Mama habe ich mich gut verstanden, da hat es keine Probleme gegeben. Die Probleme waren eher mehr im Außen von der Familie her, weil ich war in so einem kleinen Haus, wo es keine Dusche und kein Klo gegeben hat noch. Und so beengt haben wir gewohnt, weil da waren noch die Oma vom Mann und zwei Schwestern mit epileptischen Anfällen. Dann sind fünf Leute in einem Dreivierteljahr in meiner Familie und in seiner Familie gestorben von meinem Mann. Und das war heftig. Das war ganz heftig. Immer wieder Abschied nehmen, immer wieder Abschied nehmen. Und ich habe es gar nicht verstanden. Und vorher war noch, dass mein Papa 44-jährig an einem Herzinfarkt gestorben ist. Da war ich 25 Jahre alt. Und da hat nachher, ehrlich gesagt, meine psychische Erkrankung begonnen. Durch eine Hirnerreizung. Das war es auch harmlos begonnen. Zuerst hat es geheißen, das ist depressive Verstimmungen. Und dann später sind Depressionen kommen und dann schwere Depressionen und dann letztendlich Schizophrenie und manisch-depressiv und so. Aber das Schlimmste war nachher, wie die Frau angerufen hat, dass der Mama Freundin hat in der Firma, dann bin ich krankhaft eifersüchtig geworden. Und das war die Hölle. Das war die Hölle. Ich habe nämlich so Angst gehabt, dass ich den Mann verliere, was ich über alles liebe. Und das war so schlimm für mich, dass ich durchgedreht habe. Ich habe noch Alkohol getrunken, Medikamente genommen und wieder weggelassen und so. Ein Durcheinander, bis der Mann noch die Rettung gerufen hat. Der hat gerne auch einen Durst getrunken danach. Er hat alles bestritten und ja, war halt so. Und dann hat die Nachbarin Recke-Seminar gehabt und dann hat sie gesagt, wenn das schlecht geht, Luise, dann rufst du mich einfach an. Ich schicke der Recke über die Ferne. Recke ist eine Heilung, also es sind Selbstheilungskräfte sind das, wo man die Hände auflegt und dann kann man sich selber heilen. Im ersten Grad, was man so ein Seminar macht, und im zweiten Grad, das kostet nämlich sehr viel Geld. Im zweiten Grad kannst du noch über, dann holst du diese Person halt geistig her zu dir, legst dort geistig die Hände auf und tust über die Ferne heilen. Und dann war ich beim Recke-Meister und der hat dann gesagt, ja, hat meine Aura so ausgestrichen und gesagt, ja, das schaffe ich gut, das Recke-Seminar. Und ja, und dann ist mir noch schlechter gegangen, noch schlechter psychisch. Und dann habe ich das Recke-Seminar gemacht und dann kommt der Mann heim von der Schicht und hat mir gesagt, ich habe das Recke-Seminar am ersten Tag gemacht. Und dann hat er gesagt, dann hat er so aufgewacht, also so, die Handbewegung, jetzt kriege ich Ohrfeigen bis zum geht nicht mehr, aber so ist er mir hergekommen. Da hat er gesagt, lass sie schreien. Und dann bricht die Welt nochmal zusammen. Und zuerst, wo mein Vater gestorben ist, und dann lasse ich sie schreien, einer von mir. Bin ich ausgezogen, bin ich noch in die Stadt gezogen. Und da habe ich noch einen besten Freund, meinen Mann, der hat mich aufgenommen. Ich hätte nicht gewusst, nachher, wo ich hingegangen war, weil bei meinem Bruder habe ich nicht können bleiben, da war es auch zu klein gewesen. Und dann habe ich den
ersten Ehebruch begangen und das, was man so laut tut. Die Stimmen haben erst, wie ich in die Stadt gezogen bin, dann habe ich zum Reden angefangen mit Leuten, mit meinem Bruder. Haben wir gedacht, mein Bruder ist Küchenchef. Und der ist so wiff im Kopf und so, und die hat ja so gut gelernt und so. Und die waren auch immer schneller in den Gedanken, haben wir gedacht, schau, boah, was ich alles kann und so. Und das waren zuerst so positiv. Habe immer gewünscht, weil ich die Dialekte so gern habe, dass einer im Kärntner Dialekt kommt und mich anschafft, was ich machen soll. Weil immer zwei Entscheidungen zu machen sind, gehen wir dort, gehen wir da hin, was mache ich. Dann war wirklich einer da im Kärntner Dialekt, hat gesagt, gehen wir da spazieren, gehen wir da. Die war total glücklich. Habe nicht immer brauchen überlegen, was mache ich jetzt und was mache ich nicht. Und das war ja total angenehm für mich. Bis sie nachher die Stimmen sich umgeschlagen haben. Dann habe ich noch Psychosen gehabt, mehrere. Da liegst du einfach im Bett und du kannst dich nicht bewegen und der Film rennt ab. Dann war ich den Weizmann Reckemeister. Der hat nachher gependelt noch. 2 Jahre war ich bei ihm. Der hat gependelt, dass ich ein Vorleben habe. Im Vorleben war ich Hure und der Buchmutter. Im nächsten Leben wäre ich ein Nonne. Und ich habe dort gerade eine Beziehung gehabt. Ich habe mir gedacht, in diesem Leben geht es mir auch nicht gut. Dann ist nur mehr bergab gegangen mit mir. Nur mehr bergab. Und dann ist der Höhepunkt oder der Tiefpunkt kommt in meinem Leben, wo noch die Stimme gesagt hat, 2 Möglichkeiten gibt es noch. Entweder setzt du dich mit dem nackten Hintern auf die heiße Herdplatte oder du schneidest dir deine Finger weg, weil du in der Jugendzeit gestohlen hast. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich dann auf die heiße Herdplatte setze, wo ich dann noch in den Steinen gar nicht liegen kann, schneide mir lieber meine Finger weg und habe selber Gewalt angetan. Ja. Und hab dann selber die Rettung angerufen. Und in kurzer Nacht hätte ich mich so in alle Richtungen umbringen an und habe nur mehr geschrien, Herrgott, ruf und lass mich nicht in den Stich und lass mich nicht in den Stich und Herrgott, ruf und lass mich nicht in den Stich. Weil ich glaube, es passiert noch ganz was Furchtbares mit mir. Ganz was Furchtbares. Und dann hat Gott noch das Gebet erhört. In der Nervenklinik hat sich der Arzt, der behandelte Arzt, was ich schon gekannt hat, hat sich so viel Zeit für mich genommen. Hat gesagt, Recke, das ist fernöstlich, das soll bleiben dort, wo es herkommt. Der hat noch gesagt, er hat sich lange Zeit für mich genommen und hat gesagt, Frau Ober, für Ihre Sünden ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, haben wir das Bett aufgelegt und gesagt, Herr Jesus, jetzt sollte meine ganzen Sünden auf und mir sind es eingefallen nach der Reihe. Dann ist noch eine schlimme Zeit gekommen in der Tagesstätte. Dort haben wir noch viele Sachen müssen aufgearbeitet werden. Aber dann hat mir eine Freundin angerufen, ob ich mitgehe zur Bibelrunde. So im Nachhinein hat sie mir erzählt, hat sie gedacht, los, ich gehe eh nicht mit. Ich bin trotzdem mitgegangen und habe noch in der Bibel angefangen zu lesen. 3 Monate später habe ich noch mein Leben Jesus übergeben. Das war einfach so schön. Und dann habe ich gespürt langsam, dass Heilung wird, auch von der Psyche her. Ich bin von meinen Eltern, von beiden abgelehnt worden vor meiner Geburt. Aber bei Gott bin ich gewollt, geliebt und ein einzigartiges Original. Ich habe den inneren Frieden bekommen. Das war nachher so schön für mich, das ist so einfach eine Ruhe sein gehabt in meinem Kopf. Es ist nichts mehr ein Durcheinander gewesen mit den Gedanken. Und so ein Frieden ist gekommen in mein Herz, so ein Frieden. Das war einfach so schön für mich. Und das bis heute noch so. Ich habe so viele liebe Freunde, die Nachbarn sind. Zuerst haben sie alle Angst vor mir gehabt und durch das haben sie gar nicht gewusst, haben sie gar nicht traut anleiten bei mir. Da müssen sie jeden Einzelnen gehen. Da ist etwas Schlimmes passiert. Was passiert ist mit meinen Fingern. Gell? Die haben nicht gewusst, wie treffen sie mich an. Aber nach und nach ist dann. Außer meine Kinder. Die haben panische Angst gehabt von mir. Ich habe es immer gewünscht, psychisch gesund zu sein, aber dafür körperlich was zu haben. Und Wünsche gingen in Erfüllung. Jetzt habe ich solche Schmerzen gekriegt. Und dann zum Arzt und zum Röntgen. Und einen großen Tumor, einen bösartigen habe ich, und der schon gestreut hat. Und dann, wie ich im Krankenhaus war, habe ich nachher meiner Tochter auf WhatsApp-Aufnahme aufgeklärt aufs Band, dass ich einen
eine schlimme Nachricht habe für dich, dass ich einen bösartigen Tumor habe, aber du weißt, dass ich an den Gott der Bibel glaube und bin dadurch getragen. Und sie hat mir nachher gleich zurückgeschrieben, sie wünscht mir, dass alles gut ausgeht. Und dass sie wollte schon wochenlang mit mir Kontakt aufnehmen, aber sie hat sich nicht traut. Und dann haben wir noch vor der ersten gekommen, waren nachher, haben wir Einkellen organisiert, ein Familientreffen mit meiner Tochter, Schwiegersohn, mit dem Enkel, mit ihren Freunden, mit meinem Urenkel, mit der Alina. Ich habe zu ihr gesagt, es wird nie, unser Kontakt dann nie so entstanden, wenn ich die Diagnose Krebs gekriegt hat, weil die psychische Erkrankung, das war so schlimm für sie. Mein Rückblick sehe ich in meinem Leben, dass viel Sachen muss erst heil werden, ist schon heil geworden, ist noch eine Heilung. Was bei Menschen möglich ist, ist bei Gott möglich. Steht im Lukas. Das haben wir oft so gedacht. Wirklich, was du denkst, Mensch denkt sich oft zusammen, aber Gott, es steht drüber und er macht das Unmögliche möglich. Das haben wir so erleben dürfen.